Tja. Zum Rebellenlager, da waren wir schon, oder waren wir da noch nicht? Ach doch, da waren wir schon. Da waren wir schon. Was machen wir mit der Antenne hier? Kurbelwurfknopf. Wagenheber. Können wir das mal ausprobieren? Keine Kurbel zum Auswerfen da. Wir brauchen eine Kurbel. Irgendwas fehlt an diesem Wagenheber. Etwas zum Kurbeln. Und es müsste genau in diese Kurbelhalterung da passen. Was könnte das nur sein? Antenne. Der Held entleert sein Inventurbel. Schockschwere Not. Es fehlt die Kurbel. Hat er eine Kurbel? Ich fürchte, nein. Hier kommen wir jetzt weiter. Ach, Schreck. Was passiert hier? Wir haben noch einen Rebellen aufgegriffen. Noch einen? Aber das ist ja wieder derselbe. Er muss irgendwie entkommen sein. Hä? Ich bin doch zum ersten Mal hier. Sehr lustig. Los, sperrt ihn zurück in seine Zelle. Was? Was passiert denn hier? Jetzt bin ich beim Organon und gefangen. Solange er sich nicht umdreht, bin ich in seinem toten Winkel. Gut so. Hallo. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Ich habe Hunger. Das liegt wohl daran, dass du dein Frühstück nicht angerührt hast. Warte, ich öffne den Essenschacht. Ui. Ach nichts. Dann stör auch nicht. Mein Frühstück. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Kaffee, ein Bagel und Pfeffer. Wie jetzt? Keine Marmelade? Das verstößt ja gegen die Genfer Konvention. Aber sowas von Decke? Na, da gucken wir gleich noch nach. Ein Bagel, Kaffee und Pfeffer. Hallo. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Ich muss mal. Schon wieder? Na gut. Aber verplemper nicht wieder so viel Klopapier. Wir haben das Lager schon aufgelöst. Heißt das, wenn irgendwer die Planetensprengung verhindern würde, hätte der Organ nun kein Klopapier mehr? Das mag man beklagen, aber so sieht es aus. Super. Wenn das keine Motivation ist, Deponia zu retten, dann weiß ich auch nicht. Okay, okay. Ich versuche erst mal. Versuche es mit Zahnpasta. Mit Zahnbürste. Errungenschaft freigeschaltet. Wiedersehen mit einem älteren Freund. Ah, ja, Zahnpasta. Zahnbürste, meine ich. Die gute alte Zahnbürste. Moment mal, das ist ja meine alte Zahnbürste aus Teil 1. Wie ist die denn hierher gekommen? Da ist doch nicht etwa ein Spin-Off in Planung. Achtung, Spoiler. Dieser Knastmampf ist eine Zumutung. Ich meine, wer mag schon Sesam? Ich mag Dentosaurus, Sesam. Dentosaurus, der dino-starke Zahnputzspaß. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Ich hätte irgendwie gedacht, dass der Organon eine andere Marke benutzt. Man kann über diese Organons sagen, was man will. Aber sie wissen, wie man einen anständigen Kaffee macht. Hey! Das war laut. Dieser Plan könnte zwar noch ein bisschen Würze vertragen, aber ich dachte da eigentlich an etwas anderes. Oregano. Vielleicht ein Bagel ein bisschen. Das ist so ein lausiger Ersatz für eine Pastete, aber na gut. Der Hunger treibt's rein. Gepfefferter Bagel. Vielleicht. Oh. Bagel mit Pfeffer und Zahnpasta. Es heißt, man soll sich nach dem Essen die Zähne putzen. Aber niemand sagt einem, wie lange danach. Kleiner Tipp. Je länger man damit wartet, desto mehr Mahlzeiten kann man mit einem Mal abdecken. Ja. Es heißt, man soll aber nie...
Ich komme noch mal einen Kaffee dazu schütten. Was nennen die Frühstück? Wo sind die pappigen Kartoffelchips? Hallo. Ich hab noch was. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Ich will meinen Anwalt sprechen. Ich will meinen Anwalt sprechen. Dein Anwalt? Wer soll das sein? Eigentlich wollte ich mich selbst verteidigen. Na gut, dann sprich halt mit dir selbst. Aber nicht länger als 10 Minuten, verstanden? Da haben wir noch irgendwas. Ich verlange eine saubere Zelle. Das ist eine saubere Zelle. Und ich bin sehr stolz darauf. Wir verfügen hier über die neueste Reinigungstechnik. Die Decken sind fusselfrei, der Klostein schmutzabweisend und ich habe gerade erst vorhin den Teppich schamponiert. Wow, das Leben im Dienste des Organon macht ziemlich einsam, was? Du hast ja keine Ahnung. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich bin krank. Das stört mich nicht. Zumindest solange du nicht auf den Teppich kotzt. Oh, ich muss auf den Teppich kotzen. Ich will hier raus. Vergiss es. Was dringt auf den Teppich kotzen? Ach, nichts. Dann stör auch nicht. Ich habe noch einen Klostein. Na, was haben wir denn da? Ein Klostein. Ganz schön unbesonnen vom Organon, mir dieses Kleinod chemischer Kriegsführung in die Zelle zu legen. Allerdings. Okay, bevor wir die Decke enthüllen, ich ahne da nämlich schon Schreckliches. Ein Bagel. Können wir den jetzt essen? Nassmampf ist eine Zumutung. Ich meine, wer mag schon Sesam? Dieser Knast manchmal. Okay, dann lüften wir mal die Decke, oder was? Versteckt sich doch irgendjemand. Cletus? Ach nee, du bist einer meiner Klone, ne? Als Cletus verkleidet. Oh, bitte. Sag nicht, dass es dich jetzt mehrfach gibt. Sehr gut. Da beherrscht einer seine Rolle als schmieriger Popanz. Ja, nicht wahr? Genau. Aber wenn du ich bist, wie haben sie dich dann schnappen können? Wahrscheinlich so wie dich. Ich wurde viel lässiger geschnappt. Außerdem habe ich schon einen Plan, wie sie herauskommen. Gib dir keine Mühe. Ich habe schon alles versucht. Ja, aber ich habe noch ein paar neue Tricks auf Lager, die du noch gar nicht kennst. Obwohl wir dieselbe Person sind? Genau. Beobachte mich und lerne. Offensichtlich Rufus. Aha. Sein Kostüm ist nicht übel. Fast wäre ich selber drauf reingefallen. Und? Wo bleibt denn jetzt deine super-duper-hyper-Rettungsaktion? Entspann dich, ne? Ich werde uns im Nu befreit haben. Allerdings. Wie wär's aber erstmal mit einem Bagel? Was soll das darstellen? Das ist alles Teil meines Fluchtplanes. Ein Bagel? Was hast du vor? Ist es eine Metapher dafür, dass du dich verkrümeln willst? Du weißt schon, dass das nur eine Redewendung ist, oder? Wart's ab. Noch sind das alles ungebackene Brötchen. Also nicht. Können wir ihm nicht geben. Wissen Kaffee. Ich habe einen Plan. Ich schütte dir diesen Kaffee auf die Hose, damit es so aussieht, als hättest du dir in die Hose gemacht. Und wie soll uns das hier rausbringen? Ach ja, richtig. Ich wusste doch dein Name. Auf den Teppich. Putzibot, alter Staubsaugerbeutel. Schön, dich wiederzusehen. Hey, begrüßt man so einen alten Kumpel? Sowas. Ach ja, Putzibot. Können wir mit dem irgendwas? Na, Putzibot. Alles Chico? Sauber. Oh, so einen hätte ich aber auch gerne. So als Haustier. Der ist niedlich, macht keinen Dreck, macht sogar Dreck weg. Putzibot finde ich schon nicht schlecht. Na, Putzibot. Alles Chico? Sauber. Zahnbürste. Na, Putzibot. Alles Chico? Sauber. Ja, das klappt, können wir nicht durch. Was können wir hier machen? Können wir mit ihm reden. Hallo. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Ich will hier raus. Vergiss es. Ach, nichts. Dann stör auch nicht. Hast du eine Idee? Wo bleibt denn jetzt deine super-duper-hyper-Rettungsaktion? Entspann dich, ne? Was jetzt?
Staub. Das können wir noch kombinieren. Jetzt haben wir einen giftigen Bagel. Offensichtlich. Das hat noch gefehlt. Na was denn? Unser Ticket in die Freiheit. Du wirst diesen präparierten Bagel essen und eine Krankheit vortäuschen, was dir dann nicht sehr schwer fallen wird. Und wenn sie dich dann auf die Krankenstation bringen, schlüpfe ich aus meinem Versteck und werde uns retten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Du wirst den Bagel essen und ich werde uns retten. Jo, warum eigentlich nicht? Ich habe ohnehin einen mächtigen Kohldampf. Nein, warte. Nein, war das etwa ein Trick, um dir meine Portion zu erschleichen? Das könnte dir so passen, du Halunke. Gib sofort den Bagel heraus. Gerne. Was ist denn? Ich glaube, ich muss. Oh nein. Ich hab mich gekotzt. Was hast du getan? Du widerwärtige Kanalbazille hast mich vergiftet. Bravo. Sehr überzeugend. Das habe ich dir gar nicht zugetraut. Aber spar dir die Schauspielkünste für den Wachmann auf. Vor allem die Gesichtsfarbe. Die ist super. Jetzt musst du nur noch in die Decke klettern und er... Mein Magen. Ich sterbe. Keine Sorge. Das gehört alles zum Plan. Zahnbürste. Was ist denn mit deinen Zähnen los? Die sind so... Weil ich habe sie geputzt. Nein. Im Ernst? Findest du nicht, dass... Vielleicht... Mir ist schlecht. Soll ich so denn sein? Wer denn sonst? Warum verstellst du deine Stimme? Vertrau mir. Wo ich doch so ein hervorragender Stimmenimitator bin. Ja, aber... Ach. Was ist denn jetzt schon wieder? Wenn du noch weiter so rumnervst, werde ich... Also das ist doch... Du verdammter Idiot. Was hast du mit meinem schönen Teppich gemacht? Ab auf die Krankenstation mit dir. Aber sofort. Juhu. Was? So, und jetzt die Zelle lüften. Großartig. Das war die Krankenstation, als ich es mir vorgestellt hatte. Nur schade, dass es nicht zu der Verfolgungsjagd auf Jetskis gekommen ist. So, jetzt einmal schnell. Das wäre jetzt ziemlich blöd. Solange er sich nicht umdreht, bin ich in seinem toten Winkel. Gut so. Hier lang. Ui. Wir haben eine Zahnbürste. Schlafender Organon. Er schläft wie ein Baby. Was genau genommen noch besser so ist. Der Widerstand scheint dem Organon ja nicht besonders zuzusetzen. Ah, hier ist Kritis und ein Ärztebot. Skyline. Von hier oben sieht Deponia eigentlich ganz nett aus. Mir fällt gerade auf, dass ich mich gar nicht richtig verabschieden konnte. Wie schade. Zum Zähnenblock, da wollen wir nicht wieder zurück. Zahnbürste war dabei. Rohrpostschacht. Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Vielleicht nochmal die Zahnbürste. Um etwas per Rohrpost zu versenden, bräuchte ich erst einmal eine dieser praktischen Rohrpostkartuschen. Wo kriegen wir die her? Hier kommen wir nicht lang, oder? Oh doch, kommen wir. Ein Terminal. Ohne das passende Antragsformular ist das irgendwie witzlos. Antragsterminal Serial 17. Nur zum Ausfüllen von Antragsformularen mit der Seriennummer 27-Burg zugelassen. Wir haben ja einen Bleisatz irrt, aber wie kriegen wir den da hoch? Ohne das passende Antrags... Eine Kiste. Antragsformulare. Antragsformular 27-0. Antrag auf. Medizinische Hilfeleistung für Arbeitsunfälle bei Terminal Wartungsarbeiten. Aktenzeichen IRG-75. B. Einen Schraubenzieher scharfkantig für Terminal Wartungsarbeiten. Aktenzeichen Holler-55. C. Einen Ersatzbleidruckbuchstaben IRG für defekte Antragsterminals. Aktenzeichen IRG-122. Antragsformular.
Das ist alles derselbe Vordruck. Antragsformular. Antrag EC. Na dann, Terminal. Soweit so gut. Was werde ich denn mal beantragen? Ich nehme mal erstmal den Ersatz-Irk. Hallo? Was ist denn das? Das Irk funktioniert nicht. War ja klar. Schade. Können wir also keinen Ersatz-Irk. Soweit zu. Was werde ich. Dann vielleicht. Ein Schraubenzieher. Holla, Strich 5, 5. So. Okay. Und nun? Ein Kriechtank. Aha. Hier geht's lang. Das geht mir noch nicht schnell genug, Oppenbot. Ulysses darf keinen Verdacht schöpfen. Ich will dabei sein, wenn er erfährt, dass die Armee, die er eigentlich zusammen mit diesem Drecksplaneten sprengen wollte, mit an Bord ist. Dangerous, unter meinem Kommando Elysium einnehmen wird. Ulysses ist nicht dumm, Herr Amtmann. Immerhin dumm genug, um zu glauben, dass sich 11.000 Organons einfach so freiwillig sprengen lassen, ohne sich zu wehren. Ja, das ist dumm. Schon irgendwie. Wann bekomme ich eigentlich meine Kopie der Aufstiegscodes? Na, seien Sie nicht albern, Oppenbot. Sie bleiben natürlich hier. Ach ja. Natürlich. 11.000 Organons. Was hatte Argus also gemeint? Ich habe sowieso keinen Augenblick daran geglaubt, dass er Deponia retten will. Und jetzt hat er die Aufstiegscodes. Ich muss mich beeilen. Er bringt bereits seine Truppen an Bord. Ein weiteres Problem, um das ich mich später kümmern werde. Hier geht's weiter. Ui. Stör ich? Rubusch, welch eine Freude, dich zu sehen. Du kommst gerade rechtzeitig. Na, wen haben wir denn da? Noch ein Mitstreiter im Kampf gegen die Unterdrückung? Das ist Rufus. Ich hab dir von ihm erzählt. Wow, wirklich? Der Rufus? Wenn das kein gutes Omen für unsere Unternehmung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin Cowboy Dodo. Du kennst mich vielleicht aus dem Kommunalfunk. Und das hier sind Cindy, Hottie und Cutis. Er hat sich unsere Namen gemerkt. Psst, ich will nichts verpassen. Alle mal herhören. Ich bin hier die Hauptperson, okay? Also, was soll ich tun? Wie ist der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Verstehe. Innerhalb der üblichen Toleranz. Aber jetzt bin ich ja da. Also rückt mein Stück. Der Mann gefällt mir. Warum stimmen wir nicht einfach ab? Ich bin für Rufus. Ich bin auch für mich. Ich weiß ja nicht. Nein, Cowboy Dodo soll das machen. Er ist der beste Mann für den Job. Er ist überhaupt der beste Mann. Und Janosch ist natürlich für mich. Tja, dann haben wir einen Putt. Aber bevor wir uns hier noch streiten, vergiss nicht, dass es auch ein wichtiger Job ist, die Kurbel zu bedienen. Die Kurbel? Ich bin doch hier nicht der Kurbel-Heini. Vergiss es. Ich verlange eine neue Auszählung. Es fehlt nämlich noch wer. Ich bin sofort zurück. Der Cowboy Dodo. Sieh dich um. Du musst hier nicht den Helden spielen. Die Rolle ist nämlich schon vergeben. Aber falls es dich beruhigt... Der Part des sympathischen Turtles wäre wieder frei. Lass dich einfach von Janosch einweisen. Er kennt die Rolle wie aus dem FF. Du meinst aus dem WW? Ich sagte Turtle, nicht Scherzkeks. Die Witze mache nämlich auch ich. Der Janosch. Wollt ihr mal einen richtigen Helden kennenlernen? Natürlich wollen wir. Aber Cowboy Dodo ist so unnahbar. Aber Ladies, ihr kennt mich doch. Oh mein Gott, er hat mich angesprochen. Er ist so süß, wenn er redet. Leicht wird ich ohnmächtig. Ach je, Fangirls. Er hält sich offenbar für den coolsten. Wie kann man nur so eingebildet sein? Hast du ja wirklich ein Verständnis für Rufus. Wisst ihr, ich habe auch einen Fanclub. Wirklich? Was ist dein Lieblings-Cowboy-Dodo-Song?
Nein, ihr habt mich missverstanden. Ich habe keinen Cowboy Dodo Fanclub. Ich habe eigene Fans. Also, einen. Meiner ist Schau dich um. Echt? Meiner auch. Aufwachen, ich rede mit euch. Schaut mich gefälligst an. Stimmt, schau mich an, ist auch cool. Oh, weia. Das kann auch lustig werden. Ach, das hat doch keinen Zweck. Die würden einen echten Helden nicht mal dann erkennen, wenn er ihnen als Ein-Mann-Orchester in den Hintern marschieren würde. Ach, das hat doch keinen Zweck. Die würden einen echten Helden nicht... Hottie, Cindy und... Kutis und Cowboy Dodo und Janosch und Rufus. Hey, Janosch. Hallo, Rufus. Wie war noch gleich der Plan? Wir sind hier direkt über... Okay, kennen wir. Wo sind die anderen? Wenn du Liebold und Galeb meinst, die unterstützen die Truppen, die in der Stadt gegen den Organon antreten. Das klingt ja nach einem richtigen Bürgerkrieg. War ich auch. Als wir aufbrachen, war die Lage bereits prekär. Es gab unzählige Verletzte und kaum zu beziffernde Kollateralschäden. Gab es auch Tode? Tausende Tode. Oh, das ist ja überhaupt nicht zum Lachen. Tja. Was hat denn der Fatzke hier zu suchen? Fatzke? Welcher Watschke denn? Cowboy Dodo ist doch kein Watschke. Er ist ein populärer Popstar. Wir können froh sein, dass er unsere Truppe unterstützt. Ja. Leihst du mir deinen Schraubenzieher? Na klar. Den kann man vielleicht gebrauchen. Aber mach ihn nicht kaputt. Wann hab ich denn jemals etwas von dir kaputt gemacht? Gerade neulich erst hast du meine Fritteuse in eine Art Katzenklo verwandelt. Nur weil du eine kranke Papaschkatze aufbäppeln und schämen wolltest. Jetzt verrat mir doch bitte mal, worin ich zukünftig meine Kroketten frittieren soll. Sorry, aber ich verstehe kein Wort. Und dann ging deinetwegen meine Badewanne in die Brühe und nicht meine Dialekt. Geldbörse. Und mein Gasbrenner. Tut mir leid, ich verstehe einfach nur Bahnhof. Du weißt doch, dein Sprachfehler. Wie war noch gleich wir? Reinkommen. Bis später. Sei bitte vorsichtig. Ich habe einen Schraubenzieher. Den Schraubenzieher brauchen wir also nicht mehr beantragen. Ich habe noch Organonkiste. Beamter. Diese Scheusale. Der Organon rückt bereits in das Hochboot ein. Ich muss mich beeilen. Das müssen wir. Da ist es also. Das letzte Hochboot nach Elysium. Was für ein Anblick. Diese Scheusale. Was sind das? Diese Scheusale. Zurück zum Zähnenblock. Es wäre unklug, den jetzt anzusprechen. So, ich habe einen Schraubenzieher. Vielleicht können wir damit... So langweilig das auch klingt. Aber mit diesem Gerät lassen sich wirklich nur Antragsformulare ausfüllen. Türsensor. Was wäre ich für ein Bastler, wenn ich diesen billigen Türsensor damit nicht überlisten könnte? Ein Superbastler, der niemals versuchen würde, einen raffinierten Hochsicherheitssensor ohne das richtige Werkzeug zu knacken. Natürlich. Nichts. Die Tür öffnet sich wohl nur für Mitglieder des Organ. Wir bauen die Klamotten von ihm. Können wir ihn mal eben ausziehen? Er schläft wie ein Baby. Was genau genommen noch besser so ist. Zahnbürste. Wenn ich ihm schon im Schlaf auf die Zahnbürste pupe, sollte es wenigstens seine Zahnbürste sein. Ganz genau. Ich habe offenbar gar nichts dabei, was ich ihm in die Nase stecken könnte. Ich sollte meine Kofferpackstrategie noch einmal überdenken. Du hast ja wohl was, was du mir in die Nase stecken kannst. Du hast eine Schraube, um seinen Pipi-Tank zu kalibrieren. Viel Spaß beim Aufwachen. Aha, und das hat jetzt was gebracht. Der Widerstand scheint dem Organon ja nicht besonders zuzusetzen. Er schläft wie ein Baby. Was genau genommen noch besser so ist.
ja. Können wir hier vielleicht Antragsformulare ausfüllen? Ich glaube, eins haben wir noch nicht versucht. Das ist ja schon ausgefüllt. Das ist ja schon auch. Und jetzt? Um etwas per Rohrpost zu versenden, bräuchte ich erst einmal eine dieser praktischen Rohrpostkartuschen. Das ist alles der Sinn. Wenn ich noch ein. Wir haben eine Antragsformular. Antragsformular 27-Wirk. Antrag auf A, Medizin, C. Ein Kreuzschlitz. Es heißt, man soll sich aber niemand kleiner. Tja, also. Vielleicht. Ich habe offenbar gar nichts dabei, was ich ihm in die Nase schieße. Ich sollte mal. Tja, okay, da können wir auch nicht hin. Da gehen uns hier wieder die Option aus.